Teilnehmer einmal zu erklären, wie man sich gut auf das Prologrennen wird oder kann man sich vorbereiten und so ein bisschen Tipps und Tricks von ein paar Saison Weltcup-Erfahrungen. Ja, Vorbereitung war eigentlich neu, wir hatten keinen Schnee bei uns. Und vorgenommen, ja, Spass haben, Freude haben und so schnell wie möglich durchzukommen. Und hier jetzt, am heutigen Tag, hast du das Gefühl, du kannst noch den einen oder anderen Tipp und Trick vom Gurdin mitnehmen? Ich denke schon, ja. Das bin ich. Ja, wird schon ein. Komm. Schlüsselstelle zeigt, ich bin extrem positiv eingestellt und ich werde einfach heute schneller laufen wie er. Ah, mein Geheimplan. Ja, heute Nachmittag überkommen. Also ich weiß, was ich machen muss. Einfach voll angreifen. Recki top analysiert und man hat noch lernen. Also ich bin jetzt viel gescheiter als voran. Es war gut, um die Strecke in verschiedene Etappen einteilen. Für das war es mega gut. In der Nacht hat es gleich noch mal ganz anders ausgesehen. Das hat es dann wieder schwieriger gemacht. Aber so zum Wissen, wo laufen lassen, wo rausnehmen, wo wieder Gas geben, wo Eis, wo asymmetrisch. Für das war mega gut. Wie nehmen seit Zeit lassen, zum schnell werden, also da Energie sparen, wo du kannst. Gestern hat er mir noch nach der Abfahrt den Tipp gegeben, der Abfahrt lockerer zu bleiben. Habe ich auch probiert und am Schluss einfach alles gegeben. Ist tipptopp aufgegangen, ich bin mega zufrieden. Streng aus, das Langläufeln, deine Camps, sind die auch für jedermann oder muss man da wirklich sehr sportlich sein, um bei dir mal vorbeizukommen und etwas zu lernen? Was soll ich sagen, es ist sicher ein bisschen ambitionierter, aber was ich gemerkt habe, die Leute haben relativ viel Respekt und eigentlich könnten sie locker mitmachen. Also so Hauptzielpublikum ist so etwa 2-2,5 Stunden rein. So. Wenn es schneller hat, ist auch okay. Also ich muss auch so sagen, ich habe immer nur etwa 6 Personen Maximum. Und das kann ich immer noch relativ individuell betreuen. Und bis jetzt ist es eigentlich immer.